Blumenkohl und Brokkoli gehören zur Familie der Brassicaceae, zur Art Brassica oleracea und der Unterart Botrytis var. Botrytis oder var. Italica. Zur Art Brassica oleracea zählen auch Kohlrabi, Weiß- und Rotkohl, Rosenkohl, Feder- oder Blattkohl und Wirsing. Blumenkohl und Brokkoli sind einjährige oder für die Wintersorten zweijährige Pflanzen. Sie werden für ihren Kopf angebaut, eine fleischige Blütenanlage im Embryonalstadium. Es gibt Früh- und Spätsorten von weißer oder violetter Farbe für Blumenkohl, grüner oder violetter Farbe für Brokkoli und gelbgrüner Farbe für Romanesco. Bestäubung aller Kohlgewächse der Art Brassica oleracea. Die Blüten der Brassica oleracea sind zwittrig. Das heißt, sie enthalten männliche und weibliche Blütenorgane. Aber sie sind zum Großteil selbst unfruchtbar. Der Pollen der Blüten einer Pflanze kann nur die Blüten einer anderen Pflanze befruchten. Die Pflanzen sind also allogam. Um eine Bestäubung zu ermöglichen, müssen sie gruppenweise angebaut werden. Kohlpflanzen werden hauptsächlich von Insekten bestäubt. Diese Veranlagungen führen zu einer großen natürlichen genetischen Vielfalt. Alle Unterarten der Kohlart Brassica oleracea verkreuzen sich untereinander. Es ist deshalb zu vermeiden, Samenträger von diesen verschiedenen Kohlunterarten nebeneinander zu pflanzen. Um die Sortenreinheit zu bewahren, ist ein Abstand von 1 Kilometer zwischen verschiedenen Sorten einzuhalten. Dieser Abstand kann auf 500 Meter verringert werden, wenn zwischen 2 Sorten ein natürliches Hindernis wie etwa eine Hecke vorhanden ist. Die Sortenisolation kann auch mit Hilfe von Bestäuberinsekten in Kästen, abgedeckt mit einem Moskitonetz oder mit abwechselnd offenen Moskitonetzen erreicht werden. Diese Techniken werden im Abschnitt Isolationsmethoden unter dem Kapitel ABC des Samenbaus vorgestellt. Samenbau von Blumenkohl und Brokkoli. In klimatischen Zonen mit mildem Winter können Blumenkohl und Brokkoli im 2-Jahres-Zyklus angebaut werden. Die Aussaat findet im Sommer statt, die Pflanzen überwintern im Freiland. Sie formen den Kopf und blühen im folgenden Frühjahr. Die Samen können Anfang Sommer im 2. Jahr geerntet werden. Aber der Blumenkohl und Brokkoli gehören zu den wenigen Kohlsorten der Art Brassica oleracea, die sich auch innerhalb 1 Jahres vermehren können. Um im Herbst Saatgut zu ernten, ist es ratsam, in geheizten Gartenhäusern so früh wie möglich im Januar, Februar auszusäen. Thank you.
Im März oder anfangs April werden sie ins Freiland verpflanzt, geschützt mit Vlies gegen Spätfrost. Für die Saatgutproduktion wählt man gesunde und kräftige Pflanzen, die während ihrer gesamten Wachstumsperiode beobachtet werden. So können alle spezifischen Merkmale der Sorte verfolgt werden. Kräftiges und regelmäßiges Wachstum, die Bildung schöner Köpfe, die gut mit vielen Blättern geschützt sind. Beim Brokkoli ist dies die Bildung eines einzigen Kopfes oder zahlreiche seitliche Austriebe und eine lang dauernde Periode der geschlossenen Blütenanlage, bevor diese in Blüte steigt. Wichtig ist Krankheitsresistenz. Für eine ausreichende genetische Vielfalt werden 15 Samenträger ausgewählt. Sobald der Blumenkohl seinen Kopf ausgebildet hat, ist er auf Feuchtigkeit sehr empfindlich. Er kann mit einem kleinen Dach vor Regen geschützt werden. Falls faulende Stellen auftreten, müssen sie mit dem Messer entfernt werden. Der Blumenkohl entwickelt im Gegensatz zu den Brokkoli keine Seitentriebe. Sein Kopf darf also nie abgeschnitten werden. Blumenkohl und Brokkoli müssen spätestens im Juli blühen, um den Reifeprozess, der viel Zeit benötigt, zu beenden. Ernte, Dreschen, Reinigung und Konservierung von allen Kohlsorten der Art Oleracea. Die Kohlsamen sind reif, wenn sich die Schoten gelbbraun verfärben. Bei Überreife springen die Schoten von selber auf und verstreuen die Samen. Die verschiedenen Samenstängel reifen meistens nicht gleichzeitig. Um keine Samen zu verlieren, können die Stängel je nach Reifegrad nach und nach abgeerntet werden. Die ganze Pflanze kann auch vor der völligen Reife der Samen geerntet werden. Um den Reifeprozess zu vollenden, lässt man die Pflanzen an einem trockenen Ort mit Luftzirkulation nachreifen und trocknen, ohne sie der Sonne direkt auszusetzen. Die Kohlsamen sind für das Dreschen bereit, wenn man sie mit den Fingern leicht zerbrechen kann. Zur Samengewinnung werden die Schoten auf einer Plastikplane oder einem starken Stofftuch ausgebreitet, um sie zu dreschen oder mit den Händen zu zerreiben. Sie können auch in einem Sack auf einer weichen Unterlage gedroschen werden. Bei größeren Mengen können sie auch mit den Füßen gestampft werden oder man rollt mit einem Fahrzeug darüber.
Schoten, die sich nur schlecht öffnen, enthalten wahrscheinlich unreife Samen, die nur schlecht keimen werden. Zur Reinigung benutzt man zuerst ein grobes Sieb, das die Samenkörner durchfallen lässt und grobes Material zurückhält. Dann verwendet man ein feines Sieb, das die Samen zurückhält und das feinere Material durchfallen lässt. Durch Wegblasen mit dem Mund oder mit Hilfe des Windes werden die letzten Verunreinigungen entfernt. Alle Samen der Kohlart Brassica oleracea ähneln sich sehr. Es ist zum Beispiel sehr schwierig, Samen von Weißkohl und Blumenkohl auseinanderzuhalten. Deswegen müssen die Samenträger und die geernteten Samen etikettiert werden. Mit der Art, der Sorte und dem Produktionsjahr. Für die Aufbewahrung legt man die Samen einige Tage in den Tiefkühler, um die Parasiten zu eliminieren. Kohlsamen sind 5 Jahre lang keimfähig. Sie können allerdings ihre Keimfähigkeit bis zu 10 Jahren behalten. Sie kann bei Lagerung mit tiefer Temperatur verlängert werden. 1 Gramm enthält 250 bis 300 Samen, je nach Sorte.